Hallo zusammen, mein Name ist Lorath hier, gelernt Köbikow, Serioga. Und heute filmen wir Versteckspiel. Aber seht euch diesen Ort an. Das ist eine riesige, aufblasbare Stadt. Wir haben alle Hubburgen in unserer Stadt gesammelt und unsere eigenen kreiert. Wir haben diesen gebaut, um es auch zum Verstecken zu benutzen. Wir haben auch einen Hangar, unserem Büro, die Umgebung, die Parkplätze, ein Auto, das Dach. Man kann sich überall verstecken. Aber das Verstecken wird ungewöhnlich sein. Wir werden Tarnversteckspiel haben. Lass mich erklären, was es bedeutet. Wir haben eine besondere Person, die Body Art macht. Das ist eine Person, die verschiedene Zeichen auf deinem Körper malt. Und das sieht sehr schön aus. Er kann auch ein T-Shirt auf deinem Körper zeichnen und es wird zuerst sehr schwierig für dich sein, um es vom Echten zu unterscheiden. Wir haben speziell gerufen, damit jeder von uns ein Heimmillion werden kann und in dem Ort verschmelzen kann. Zum Beispiel dieser Ort, Leute. Er ist gelb, er ist blau und rot. Ich lege mich hier drauf und ich werde rot, blau und gelb. Und die werden mich bemalen. Das ist sozusagen meine Tarnung. Ihr versteht schon, Leute. Ich kann euch wie ein Rasen malen, wie Asphalt, wie Dach, wie den Backstein malen, wie ein Fenster, wie alles mögliche. Und natürlich für euren Standort. Leute, heute gibt es zwei Spiele. Im ersten Spiel sucht ihr drei euch einen geeigneten Ort, erzählt den Body Art Künstler von diesem Ort und er wird euch so schminken, dass ihr so aussieht. Und ich versuche euch zu finden, euch zu dritt. Und wen ich zuletzt finde, bekommt 1000 Euro. Gib sie her, ich bin fertig. Nein. Ich bin wie eine Schlange. Ich werde mich verstecken. Du wirst mich überhaupt nicht finden. Also Leute, könnt euch bereits zerstreuen, nach Orten für euch selbst suchen, im Allgemeinen schauen, wo ihr euch verstecken könnt. Und dann müsst ihr mich finden. easy. Wenn ihr euch suchen werdet, werdet ihr diesen Ort sehr, sehr genau anschauen. Ich werde die ganz, ganz geheimen Orte finden und die Natur genießen. Das war's, Leute. Es ist soweit. Ihr habt 10 Minuten, um euch einen Standort zu finden und dann mit dem Malen zu beginnen. Nun, schauen wir uns in dieser aufblasbaren Stadt um und ich werde versuchen, den abgelegensten Ort hier zu finden. Weil ich nämlich klein bin, werde ich irgendwo klettern. Sie werden Farbe auftragen und dann fangen wir an, Vlad wird für mich suchen. Also, was haben wir? Kein schlechter Ort, aber ich denke, Vlad springt schnell rein und findet mich sofort. Wir müssen woanders suchen. Oder verkleide ich mich hier als Maulwurf? Obwohl, hier ist ja ein durchsichtiges Netz und er wird nicht sehen, ja. Lass uns sehen, was da ist. Ja, also hier, Leute, wenn ich mich jetzt hier hinlege und ich mich klein mache, bemerkt er mich wahrscheinlich nicht. Ja, ich denke, es passt hier. Mal schauen. Und was, wenn ich mich hier unten verstecke? Könnt ihr hier klettern? Ich denke, genau hier, wenn ich mich hinlege. Nein, es ist gefährlich hier. Ich könnte jeden Moment runterfallen. Die auflösbare Stadt ist natürlich cool. Viele Farben, groß, einfach zu schminken und Sachen zu machen. Aber ich denke, Vlad wird mich zuerst hier aufsuchen. Oh, ich kenne einen guten Ort, wo es ein bisschen heller ist. Schauen wir uns das bitte jetzt an. So. Nein, das ist hier alles viel zu dick. Ich glaube, da kann mir nicht mal ein Körperkünstler bei so etwas helfen. Also Leute, eigentlich war ich derjenige, der bestanden hat, einen neuen Teil von Verstecken zu drehen, Leute. Ich liebe es einfach so sehr. Das ist die lebhafteste, die coolste und beste Rubrik, die wir überhaupt haben. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der auch wirklich Verstecken liebt. Aber wenn dieses Video auch genügend Likes bekommt, dann werden wir noch mehr Versteckvideos machen. Und wenn es viele Likes gibt, dann gibt es auch einen neuen Teil. Und die werden noch cooler und interessanter. Ich denke, Leute, wenn ihr 2 Millionen Likes bekommt, da können wir sogar in ein anderes Land fliegen, um da ein Verstecken zu machen. Also ich weiß nicht, vielleicht zum Silvester oder zum Weihnachtsmann. Also Leute, lasst dieses Video unbedingt liken, damit die Jungs verstehen, dass Verstecken ein cooles Format von Videos ist. Also Leute, lasst es uns ihnen beweisen, dass Verstecken nicht nur für mich cool ist, sondern auch für euch. Also gebt uns dem Video ein Like und ich habe wenig Zeit, ich muss mich dringend verstecken. Ja, Leute, zuerst habe ich mich entschieden, zu unserem Hangar zu gehen, weil es sehr groß ist. Und schau, was denn vom letzten Video übrig war, Alter. Riesige Wasserpfütze. Schaut euch dieses riesige Ding an. Hört zu, Alter, es gibt eine interessante Idee, dich direkt in diesem Pool mich zu verstecken, Alter. Eintauchen, einfach hinlegen und für das gesamte Video im Wasser liegen bleiben, Alter. Das ist doch eine geile Idee, oder was meint ihr, Alter? Aber dann werde ich die Regel dieses Video brechen und mich nicht weiter im Wasser schminken können. Ich bin kein Waschbär, also suche ich mir einen anderen Ort zum Verstecken. Also, vielleicht soll ich mich an der Wand schminken hier, unter den Ziegeln. Nein, das ist zu lahm. Was soll ich machen? Mich im Schrank verstecken? Übrigens, Abonnenten, Alter, ihr wisst wahrscheinlich nicht, was sich in diesem Schrank befindet. Aber ich werde ständig in diesen Videos gefragt.
In diesem Schrank befinden sich die Snacks für das gesamte A4-Team, Alter. Alles ist da, Alter. Cracker, Chips, Nutella und so weiter. Vielleicht hier verstecken und Vlad wird nicht einmal raten, diese Tür überhaupt zu öffnen, Alter. Nein, Vlad wird raten, weil er gerne Arten von Süßigkeiten isst, also das ist keine Option, Alter. Also, okay, ich nehme einen Snack und suche mir einen Platz, wo ich mich noch verstecken kann. Also, dieser Ort ist direkt hinter uns. Das ist Vlads Büro nämlich. Also hier und... obwohl Vlad nicht da ist, ist es immer noch irgendwie schlecht reinzukommen. Sie bitten nämlich nicht zu stören. Aber hier in dieser Ecke wird es eine gute Gelegenheit geben, sich zu tarnen. Und hier gibt es zwei leuchtende Farben und ich werde sie einfach perfekt mischen. Ich verwandle mich in ein Chamäleon. Kannst du dich also immer noch an einen dieser Orte verstecken hier? Leg dich einfach hin und schminke dich rot. Aber es ist irgendwie unbequem hier. Es ist wirklich unbequem, Alter. Und die Sonne ist sehr heiß. Es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass ich hier sehr lange liegen werde, Alter. Nein, wir müssen woanders hin. Nein, hier ist dumm, Alter. Ich werde weitermachen. Oha, tolle Location hier. Ich habe nicht erwartet, dass es so weich ist, Alter. Theoretisch kannst du dich hier verstecken, aber wenn Vlad versucht, auf die gleiche Weise hierher zu springen, wird er einfach mich zerquetschen, Alter. Auf jeden Fall, ey. Das ist keine gute Idee hier, Alter. Weg. Also, hier haben wir eine Mauer. Viel zu auffällig. Und wenn wir etwas Weißes hier machen? Nein, das ist auch nicht richtig. Wir müssen irgendetwas Gutes uns ausdecken. Leute, unser Lager wurde offen gelassen. Das ist eigentlich eine Seltenheit bei der A4-Produktion. Aber wir können versuchen, uns hier mal zu verstecken. Wir haben hier so viel Spaß, Leute, und Interessantes. Ein ganzes Lager von A4. Du hast keine Ahnung, wie viel hier überhaupt hier ist. Wir haben hier verschiedene Schuhe, Leute. Irgend so eine Art Blaster. Boah, Leute, zieht euch mal diese moderne Fliegenklatsche ein. Die hatten wir auch eine in unserer Videos gehabt. Das war voll cool. Wir haben hier voll viel für die Videos. Sogar einen Abo-Knopf. Schaut mal, er liegt hier sogar. Er liegt auf dem Platz, dass ihn alle sehen können. Du siehst ihn direkt und weißt, was du tun musst. Du musst direkt abonnieren. Ist doch klar, Mann. Du klickst drauf, er wird grau und dann bist du in unserem Kanal abonniert und wirst immer unsere coolen Videos sehen. Also, bitte, es ist ja wichtig für uns. Like unseren Kanal und dann machen wir die A-Familie größer. Und dann wird es noch viel besser sein. Und dann werden wir noch krassere Videos machen. Und dann werden wir 800 solcher Lagerhäuser brauchen, um coole Drehs zu machen. Alles hängt nur von dein Abonnement ab. Also abonniere. Wir haben hier sogar noch so einen kleinen Kinderwagen, aber ich glaube, Kavi Koff hat ihn von zu Hause mitgebracht. Frag besser nicht. Verdammt, ich glaube, ich werde hier wirklich auffällig sein. Es ist hier echt irgendwie so farbenfroh und man muss irgendwas Solides, Eintöniges finden. Was wäre denn, wenn ich eintönig wäre und außergewöhnlich? Und was ist, wenn ich ein Geländewagen wäre? Ich bin ein Genie. Ein Genie im Geländewagen. Voll gut, Leute. Ich hab's mir ausgedacht. Also, ich rufe jetzt den Body Art Künstler an. Er malt mich an und er werde ich überhaupt nicht zu sehen sein. Ich kenne Vlad. Er wird einmal vorbeikommen, nur einen Blick drauf werfen und das war's. Er wird mich voll nicht an. Also Leute, ich habe mich entschieden. Ich werde ein Geländewagen. Tut mir leid, mein Kleiner. Ich bin noch ein bisschen auf dem Gelände herumgelaufen, habe geschaut, wo man sich hier noch verstecken kann. Und wisst ihr was, was ich verstanden habe, Alter? Wie sieht das hier aus, Alter? Das ist meine Idee im Pool, Alter. Hier gibt es ein trockenes Ballbett, Alter, und ich werde hier reinspringen. Gesagt, getan, Alter. Und diese Bälle verkleiden mich einfach. Schaut euch das hier an, Alter. Sie liegen hier chillen wie weiche Bälle, Alter. Was für ein geiler Nervenkitzel. Habe ich als Kind immer von geträumt, Alter. Übrigens, Leute, wir haben so viele Trampoline hier. Schreibt in die Kommentare, wie gerne wir Trampolin springen würden, Alter, und solchen Becken schwimmen würden, Alter. Schreibt einfach. Ich zum Beispiel liebe das total. Also, das war's, Alter. Komm, lasst uns weitermachen jetzt. Weiter. Also, Leute, der Künstler ist schon bereit, mich anzumalen. Ich werde mich genau hier hinstellen und er wird mich wie einen Geländewagen verwandeln. Also, Leute, schaut euch an, was hier für eine coole Ausrüstung er dabei hat für diesen Bodybrush. Also, er hat hier diesen Luftkompressor. Dann hat er noch den Airbrush hier. Das ist echt cooles Zeug, Leute. Ich habe sowas noch nie gesehen. Sieht cool aus. Schau dir hier das Ding an. Und sieht aus wie bei Tätowierungen. Außerdem lässt sich das Ganze sehr gut abwaschen. Also, das ist ein riesiges Plus, denn weil wir morgen auch noch drehen. Deshalb muss man sauber sein. Also, ich stehe hier schon und warte auf dich. Es fühlt sich an, als würde ich tätowieren werden. Auf dem ganzen Körper. Irgendwie komisch fühlt sich an. Ey, kannst du mir das Tattoo auch übermachen? Ja, ich will mal. Es ist schon weg, Leute. Mir ist kalt, Leute, aber ich weiß, dass es cool werden wird. Ich bin schon zu etwa 50% ein Geländewagen. Mir gefällt das echt, Leute. Also Leute, jetzt kommt ein sehr wichtiger Moment. Man wird mir gleich mein Gesicht überstreichen. Und nur ihr, Leute, könnt sehen, wie das geworden ist, weil ich kann es nicht.
Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich möchte darauf hinweisen, dass die Farbe auf eine Wasserbasis ist und sie ist voll sicher. Also alles in Ordnung, keine Sorgen. Das ist extra guter Body Paint. Also Leute, hier ist alles cool. Also Abonnenten, was denkt ihr, kann man mich sehen oder nicht? Ich denke, er wird nur einen Blick drauf werfen und mich gar nicht sehen. Ich denke, es ist mega cool. Das war's, ich bin bereit, Leute. Dann werde ich noch etwas poliert werden, damit es realistischer aussieht. Aber im großen Teil bin ich fertig. Ich mach die Augen zu und ich verschmelze. Also Leute, Glent ist weg, ich bin nicht mehr da. Bam! Und Glent ist wieder da. Leute, also mir gefällt das Endresultat wirklich sehr. Also man hat ein Foto gemacht, das mir gezeigt, es ist sehr gut. Ich denke, 50-50, vielleicht wird er mich finden, vielleicht nicht. Wenn er gute Augen sieht, wird er mich sehen. Aber wenn er einfach nur irgendwo hinschaut und nichts macht, wird er mich niemals finden. Ich bin jetzt bereit, ich kann mich schminken. Hier, schaut mal. Ich werde hier stehen. Jetzt könnt ihr mich zwar sehen, aber in ein paar Minuten werde ich überhaupt nicht mehr zu erkennen sein. Ich werde unsichtbar. Oh, es ist so ungewöhnlich. Da ist so viel Farbe auf meinem Gesicht, dass ich mich kaum bewegen kann. Meine Augen, sie öffnen sich kaum. Aber ich mag dieses Video wirklich. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie ich mich in dieser Wand aussehe. Ich denke, Vlad wird sehr lange nach mir suchen. Nun, kannst du mich sehen? Ich bin hier. Mir scheint es, dass ich perfekt mit der Wand verschmelzt bin. Und wenn Vlad vorbeigeht, wird er mich definitiv nicht bemerken. Das Wichtigste in dieser Zeit ist nicht zu atmen. Los. Ich muss ganz ruhig bleiben. Verdammt, während die Jungs bemalt wurden, wurde es draußen ziemlich kühl. Aber es wird mich trotzdem nicht davon abhalten, den heutigen Kampf zu gewinnen, Alter. Jetzt werde ich mich unter diese Ballons malen und ich werde mich dort hineinlegen. Eigentlich, ach komm, lasst uns anfangen. Mein erster Eindruck ist, es ist sehr kalt, Alter. Aber ich habe mich fest dazu entschlossen, zu gewinnen, Alter. Und ich werde einfach durchhalten und einen Mann verwandeln, Alter. Alter. Schreib in die Kommentare, wie ich jetzt aussehe. Ob es wie Ei aussieht oder geil, Alter. Das glaube ich aufrichtig, Alter. Ich habe noch eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, Alter. Auf jeden Fall, Mann. Sehe ich im Moment so aus, Alter. Jetzt steige ich mal da rein. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht reparieren wir noch was, Alter. Mit Farbe bedecken oder so. Wir werden uns wie Luftballons fühlen, Alter. Die Ballons sind übrigens auch sehr kalt. Kameramann, kann man mich sehen? Ich hab doch gesagt, Alter, ich werde so aussehen. Das war's, Alter. Jetzt lege ich hier und warte tatsächlich, bis Vlad mich findet endlich. Leute, schaut euch das an. Langsam wird es dunkel. Weißt ihr, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Ich habe Tee getrunken. Mir gefällt das Drehen des Videos sehr. Ich habe keine Ahnung, wo die Jungs sind, aber ich habe Zeit, um sie zu suchen. Kommt zur Sache, Leute, und fangen nacheinander an. Ich scheine dort niemanden zu sehen. Da ist niemand, da auch niemand. Wir gehen direkt zum Hangar. Ich habe gehört, dass Vlad bereits mit der Suche begonnen hat. Also ich muss die Augen schließen, tief einatmen, tief ausatmen und beruhigen und einfach abwarten. Ich weiß nicht, wie lange ich noch warten soll, aber ich werde schon etwas müde. So. Leute, ich habe immer noch keine Ahnung, wie die aussehen, also muss man genau beobachten. Also niemand? Decke vielleicht? Wo sind die denn? Ist hier jemand? Nein, hier ist niemand. Gehen wir nach oben, um das alles von oben anzusehen. Okay, ich komme runter. Wo sind die Leute? Ah,
Also 100% muss sich hier jemand versteckt haben. Na, das ist so eine riesige Location. Naja, das ist doch logisch. Na, wir haben das nicht umsonst gemacht. Obwohl, die Jungs haben das vielleicht genauso gedacht. Und die haben diesen Ort bewusst nicht benutzt. Okay, schauen wir das nochmal alles an. Hier scheint niemand zu sein. Gehen wir weiter. Verdammt, ich bin jetzt so geschockt. Er hat mich nicht gefunden. Könnt ihr euch das vorstellen, Alter? Ich war nah an diesem Pool dran. Es scheint mir, ich habe die erste Person gefunden. Lass uns gehen. Großartig. Nun, was soll ich sagen? Wahrscheinlich deshalb, weil mir die G-Klasse sehr vertraut ist und ich sogar ein Staubkörnchen drauf erkennen kann. Aber es gibt hier eine deutliche Farbverzerrung. Du kostet dir doch einen besseren Ort einverlassen. Wieso G-Klasse? Du würdest zumindest von der Seite stehen. Ich dachte nur, dass ein Geländewagen weniger Aufmerksamkeit schenken würde. Also. Ich drehe nur meinen Kopf und da sind einige Farben. Also ich dachte, was passiert? Wer hat's kaputt gemacht? Ist ja krass. Ich bemerke alles in diesem Auto. Und hier ist alles in einem Objekt, blendet alles durcheinander. Oh, verdammt, bin ich der Erste? Ja, aber was ich dir sagen möchte, die Qualität der Arbeit ist ausgezeichnet. Aber wenn du an einem neuen Ort stehen würdest, den ich zum ersten Mal sehe, würde ich es überhaupt nicht merken. Nächstes Mal werde ich dran denken, wirklich. Nun, Glenn, ich habe mir den Hangar angesehen, den Bereich, und jetzt bewege ich mich so, jetzt gehe ich ins Büro. Ist hier jemand? Ich weiß es nicht. Na, so nah beieinander würde ich euch wohl kaum verstecken. Na, habt ihr mein Auto noch lackiert? Ja, du hast doch nicht gesehen, was wir mit deinem Lambo gemacht haben. Also, Regale, Breta, ein Seil. Oh, eine kommt von jemandem, von einem Außerirdischen. Verdammt, das ist Verstecken. Die sind ja alle vergeschminkt. Ja? Also sitzt kaum jemand in einer Box. Okay, das erleichtert meine Arbeit. Okay, Leute, wir gehen ins Büro. Die Tür im Geschoss ist offen. Ja. Wenn sich jemand im Büro versteckt, wird es für mich leicht sein, ihn zu finden. Den hier habe ich alle Bilder und alles im Prinzip schon gesehen. Und das werde ich Unterschiede sehen. Also lasst uns gehen. Also, ja. Hier wird es noch repariert, schaut es euch nicht an. Weiße Wände, Gitter. Okay, lasst uns zuletzt in diese Zone gehen. Und jetzt gehen wir schnell nach oben. Wir gehen nach oben. Hör zu, Sanja, sag's mir bitte. Ist jemand auf dem Dach? Nein? Danke. Hier ist alles sauber. Also, mal sehen, was in meinem Büro los ist. Oh, die Tür geht nicht auf. Lebt ihr? Ist es eine Skulptur? Oh, hallo. Oh, verdammt. Schau dir Glenn an. Sergei, haben Sie dich auch erkannt, Bro? Leute, ich sage es euch, dass ich was dort will, ich dieses Versteckspiel an einem anderen neuen Ort zu drehen, weil ich jetzt alles hier kenne und ich sehe die Unterschiede sofort. Ich bin seit seiner Entstehung auf diesem Planeten. Ich bin ein Genie im Geländewagen. Oh, ich kann endlich ausatmen. Ich stand hier 40 Minuten lang wahrscheinlich. Hier liefen Leute im Büro herum und bemerkten mich nicht einmal. Wie hast du mich so schnell bemerkt? Wir liefen es sehen, Jungs. Also ist hier jemand? Niemand scheint das zu sein. Ich verstehe, gehen wir weiter. Wir müssen zurückgehen. Mir scheint, dass überall, wo ich war, keine Menschen sind. Das ist hier ein Korridor. Langsam fangen wir erst zu erforschen. Also wartet, Kibikov hat bereits 1000 Euro gewonnen. Ich verstehe nicht. Okay, aber man muss ihn trotzdem finden. Also, hier schaue ich in beide Richtungen. Niemand ist hier. Schränke sind leer. Also, wir können nicht hier rein, also ist es unwahrscheinlich, dass er hier versteckt hat. Hier vielleicht? Toilette? Ja? Verdammt! Also Leute, das war's. Ich bin zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Ich habe jeden Meter in dem gesamten Hangar herum gecampt. Und ich kann Kumpikov nicht finden. Ich weiß nicht. Sei ehrlich, weißt du es? Ich weiß es. Also du wirst mir nicht helfen. Leute, ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Es ist wahr. Ich war überall. Ich habe ihn nie gefunden. Ich verstehe nicht. Ich schwöre wirklich. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich kann ihn nicht finden. Ich verstehe.
Kurz gesagt, ich möchte dir sagen, Kibikov, ich habe einen kleinen Hinweis bekommen, weil ich hier die ganze Zeit rumlaufe und alle über mich lachen. Kibikov, übrigens, du hast gewonnen. Im Ernst? Ja, ernsthaft. Nur, es sieht so aus, Alter. Farben, Alter. Du bist normal an mir vorbeigegangen, Mann. Verstehst du, Mann? Ja, ich sage dir, ich würde hier mich nicht aufhalten. Ich bin durch jede Attraktion gegangen. Ich habe mir alles angeschaut, alles durchgeschaut. Ich will Kohle, Alter. Akzeptierst du Karten? Verstehe. Schick rüber. Wirklich, verdammt. Ich mag dieses Ort wirklich sehr. Es war so schwer, dich zu sehen. Okay, Leute, jetzt müsst ihr mich finden. Ihr geht jetzt, entspannt euch, trinkt Tee, wie ich gemacht habe, und ich schminke mich und verstecke mich. Ganz einfach, kein Problem. Leute, ich habe mir ein Spiel im Spiel ausgedacht. Lass mich jetzt verstecken und jeder wird Zeit haben, um mich zu finden. Und derjenige, der mich am schnellsten findet, holt euch die weiteren 1000 Euro. 500. 1000. 500. 1000. 500. 0. Okay, 500. Das ist es. Ich werde einen Platz suchen. Also, Jungs, es ist an der Zeit, nach Platz zu suchen. Es ist jetzt etwas dunkler geworden. Also, das macht das Blatt leichter, weil im Suchen das Dunkeln schwieriger sein wird. Aber ich denke, wir drei werden das schon schaffen, irgendwie. Jeder von uns hat jeweils 5 Minuten. Wer wird ihn zuerst suchen? Nun fangen wir an, Alter. Du warst der Erste, der gefunden wurde. Okay. Also, wie auch immer, Leute. Ich denke, Vlad ist schlau und er könnte sich gleich am Anfang versteckt haben. Nein, er hat sich hier nicht versteckt. Aber es wäre nicht schlecht gewesen, ihn sofort zu finden. Okay, hier ist niemand. Vlad! Nein, also hier ist er auf keinen Fall. Ich habe noch 2 Minuten. Ich weiß wirklich nicht, wo er ist. Vielleicht da irgendwo? Nein, das wäre viel zu klug für ihn gewesen. Nein, also hier hat niemand gequietscht, also ist er nicht hier. Ich habe nur noch 1 Minute. Der einzige Ort, in dem er noch sein könnte, ist auf der Burg, aber ich bin nicht sicher. Also, was haben wir sonst noch hier? Also, da wird er definitiv nicht gegangen sein. Hundertprozentig. 15 Sekunden, ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube nicht, dass er da hinten ist. Kann nicht sein. Hey, Vlad! Hey, da ist dein Geländewagen. Puh, Leute, ich bin so umgelaufen. Ich muss sogar noch einmal kurz Luft holen. Also, ich weiß es wirklich nicht, wo er ist. Ich werde mal zu den Jungs gehen. Oh, was ist los, Alter? Also, ich sage nur eins. Ich habe keine 500 Euro verdient. 5 Minuten, das ist viel zu kurz. Das klebt einfach nicht. Also, wer jetzt geht, der wird noch Glück haben, weil es ein bisschen noch hell draußen ist. Aber ansonsten wird's hart. Es ist Zeit für mich zu gehen. Wohlgemerkt, ich gehe jetzt. Okay, dann viel Spaß, Sergej. Die auflösbare Stadt. Hier, glaube ich, Glett hat schon alles studiert. Aber für alle Fälle werde ich einen kurzen Blick drauf werfen. Vlad, bist du da? Wir haben schon fertig gespielt, Mensch. Keine Antwort. Oh, eine Lego-Wand. Genau, wir müssen hier zum Gel-Auto rennen. Nicht hier. Noch 30 Sekunden. Also? Vielleicht hier in der Nähe von den Motorrädern? Nein, hier. Oh, was ist denn? Was, Vlad? Ich bin vorbeigelaufen, ohne dich zu bemerken. Was für eine echt coole Tarnung, echt. Das ist es, Leute. Versteckt die Jungs einfach irgendwo weit weg, damit sie im Allgemeinen nicht mal einen Hinweis sehen, dass ich irgendwo hier bin. Leute, ich will mich bei Lego verstecken. Ich werde jetzt in dieser Ecke stehen, werde mich so gut wie möglich abdecken. Ich lasse nur so viel und ich hoffe, die werden mich nicht bemerken. Das war's, los geht's. Komm schon, schneller. Ich habe hier auch noch einen Weißen hingetan. Schaut, die werden es mit meinen Haaren verwechseln. Wer wird als Erster versuchen, mich zu finden? Sind das jetzt wirklich meine 500 Dollar? Also hör zu, wir haben noch einen Teilnehmer. Wie schnell hast du es geschafft? 4:45. Sehr gut gemacht. Oh, was ist los, Leute, Alter? Ich werde euch jetzt aufregen müssen. 500 Dollar habe ich schon wahrscheinlich in der Tasche. Ja, ich habe es gefunden nämlich, aber ich sage euch nicht wo. Wie lange hast du dafür gebraucht, Alter? Das waren knapp 4:45 Sekunden. Also, das könnte sein, dass er ein bisschen weit entfernt ist. Los, geh schauen, Kabikopf. Los, los, also, los, meine Sense, komm, lass uns gehen. Vlad, bist du hier? Also vielleicht hier? Nein, hier ist er auch nicht. Also, ich bin jetzt durch alle Trampoline gegangen, durch alle Rutschen und er ist nicht da. Ich habe nur noch sehr, sehr wenig Zeit, also beschließe ich ins Büro zu rennen. Lass uns gehen, Alter, kommt. Lass schnell, Alter, komm. Seltsam, es ist niemand mehr im Büro hier. Vlad, wo bist du? Komm raus. Er ist auch nicht im Schrank, Alter. Vielleicht im Büro oder so. Das Licht ist an. Nein, er konnte sich definitiv nicht hier verstecken. Also, okay, Alter, im Büro ist er nicht. Rennen wir wieder auf die Straße. Also, im Büro ist er nicht, Alter. Ich sah sofort diesen Gelik hier, Alter. Das Lager vor den Augen, Alter. Ich halte mein Fernglas ein. Ich konnte ihn nicht sehen, Alter. Ich habe eine andere Idee, wie wir sie überprüfen können, Alter. Was ich überprüft habe, auf den Rutschen vorbeigelaufen bin, Alter. Kommt jetzt.
Ah, wer ist denn hier, Alter? Guten Tag. Und wie geht es? Du hast sicher mehr als 5 Minuten gebraucht. Nein, nicht mehr, Alter. Genau 5. Na und? Okay, was du los? Hast mich gefunden. Wie findest du mein Make-up? Nun, es hätte besser sein können. Wie ich zum Beispiel, aber würdig, Alter. Verdammt, es scheint mir, dass man mich überhaupt nicht sehen kann. Ich nehme mein Handy raus, öffne die Frontkamera und ich sehe nur die Wand. In Ordnung, raus hier, Alter. Kannst du dich ja mal deine Beine schwingen oder was, Alter? Ich dachte, es wäre schneller, weil es schon dunkel wurde. Okay, gehen wir zu den Jungs, komm. Leute, ich hab ihn gefunden hier. Hey, wo warst du gewesen, Mann? In Lego? Er war im Lego. Es fühlt sich an, als hätte Serioge mich schneller gefunden als Kubikov. Daher, Serioge, Apple Pay. Okay, dann bekommst du es halt später. Schau dir den deutlichen Anstieg an. Vielleicht. Wer seid ihr denn? Geh weiter. Bewegt euch nach vorne mal. Was ist los? Was ist los? Und ich will einen Anwalt. Still. Lass mich gehen. Was ist hier passiert? Was war das denn gerade? Was war das gewesen, Mann? Wir müssen uns einen Plan einfallen lassen, um sie zu retten. Hallo zusammen, mein Name ist Lara 4. Sergei, Sie haben uns in diese Zelle gesteckt. Wir haben absolut keine Ahnung, was auf uns zukommen wird. Warum werden wir überhaupt verhaftet? Warum nicht Glenn? Warum nicht Kobyakov? Sie werden verdächtig, Likes und Follower zu fälschen. Betrug! Was zur Hölle? Sergei, beweise ihm! Ja, so etwas können wir nicht tun. Die Abonnenten machen das. Das werden die Untersuchungen zeigen. Okay, wir benutzen also keine Bots, also werden wir bald rausgehen. Aber es gibt ein Aber. Unsere Ausrüstung ist schwach und alt und es wird 30 Tage dauern. Was? 30 Tage? Und wer wird die Videos posten? Nerv mich nicht, Mann! 30 Tage? Nein, 30 Tage halte ich nicht aus. Beruhig dich, Vlad. Glenn und Kubikov werden sich bestimmt etwas einfallen lassen. Glenn und Kubikov? Sie werden niemals hierher kommen. Die einzige Möglichkeit ist zu fliehen. Wenn man ein Roomtour hier macht, wird es die langweiligste Roomtour des Landes sein. Eisenklo, 2 super unbequeme Liegen mit 2 super schicken Matratzen. Seht euch das an. Wie kann man da überhaupt schlafen? Und was ist das? Und was zum Teufel ist das denn? Und ein Tisch. Oh, wenigstens sind die Decken sauber. Neu. Ja, wenigstens haben sie sich um das gekümmert. Wie auch immer, Sergei, geh jetzt und ich schlaf hier unten. Was meinst du? Ich will auch unten schlafen. Ich will es und du willst es, also müssen wir es irgendwie lösen. Mit Schere, Stein, Papier, komm schon. Nee, ich habe eine bessere Idee. Welche? Ich zeig's dir. Ein Stück Klopapier für dich und ein Stück für mich. Jetzt pass auf, halt es an die Wand und puste drauf. Und wer am längsten hält, schläft in der unteren Liege. Du hast absolut keine Chance. Ich bin ein paar Zentimeter größer als du und meine Lungen sind ja auch ein bisschen größer. Soll es heißen. Und ich habe bereits Luft aufgenommen. Ich hab gewonnen. Nimm jetzt die obere. Hey, Blogger, raus hier. Anwälte wollen euch sehen, ihr habt 5 Minuten. Was denn? Anwälte? Anwälte? Das ging ja keine Chance. Was macht ihr denn hier? Vlad, sei still. Wir sind Anwälte. Wir sind hier, um euch zu retten. Ah. Also, hört gut zu. Wir haben nicht viel Zeit, aber wir haben den Grundriss des Gefängnisses geprüft und wissen, wie wir euch bei der Flucht helfen können. Es gibt viele unterirdische Gänge und Keller mit geheimen Durchgängen. Es gibt ein paar Schwachstellen in eurer Zelle, wie die Wand auf der Nordseite. Da gibt es einen Durchgang, Leute. Denkt daran. Oh. Und wie finden wir heraus, wo die Nordseite ist? Ja, wie? Wir haben doch keinen Kompass, oder? Ganz ruhig, Vlad. Wir kommen in ein paar Stunden. Wir haben uns für alles gekümmert. Wirklich. Haltet euch, Jungs. Ihr schafft das. Wir versuchen jetzt, ihnen die Sachen zu übergeben, die bei der Flucht ihnen helfen. Passt nur auf, dass die Wärter nichts ahnen, Leute. Lasst uns gehen. Los geht's. Guten Tag. Für wen ist die Tasche hier? Also für den Herrn Sergei und für den Vlad-Papier. Ah, für die Blogger da. Ja. Ja, unsere Kinder. Und wer sind sie für sie denn? Wir sind ihre Eltern. Ich bin Michael und das ist die Mutter Clara. Weine bitte nicht, alles ist in Ordnung. Wir haben ihnen etwas zu essen gebracht, was sie sehr mögen, bitte. Ja. Sie haben nichts Verbotenes mitgebracht. Nein, auf keinen Fall. Oh, lass sie mich mal nachschauen. Oh, es scheint nichts Verdächtiges zu sein. Es riecht gut, in Ordnung. Ich werde es an einen Dummkopfen übergeben. Danke, vielen Dank. Komm, gehen wir. Na, habt ihr Hunger? Natürlich habe ich das. Eure Eltern haben euch etwas zu essen mitgebracht. Eltern? Eltern, ja. Ah ja, die Eltern, ja. Und was haben sie uns mitgebracht? Hausgemachte Jufka. Was für tolle Eltern haben wir doch, nicht wahr? Hier, bitte sehr. Guten Appetit. Krass, die Jungs haben das toll gemacht. Ich hoffe, sie haben etwas Interessantes mitgebracht. Ja, okay, hier gibt's 2 Döner. 2 Dosen mit Eintopf. Richtig. Salz,
Zwiebeln, Milch, Buchweizen und 3 Bananen. Keine Werkzeuge? Nee, ich seh's nicht. Ja, wie sollen wir denn da rauskommen? Ich hab dir doch gesagt, die werden uns nicht helfen können. Na gut, dann, ich schlage vor, wir essen eine Kleinigkeit. Lad, schau, schau doch mal. Mm. So saftig. Das muss eine Menge Fleisch drin sein. Schau, da ist etwas mein Döner. Okay, ich dreh's auf. Oh, das ist doch ein Döner. Woanders, du wohl her. Ich glaube, ich hab's. Die Jungs haben in den Döner und Sachen reingelegt, mit denen wir rauskommen können. Lass, pack's aus. Also gut, was hab ich? Was hab ich? Ich glaube, ich habe eine Karte. Das ist die Tür unserer Liga. Oh, schau dir diesen Tunnel hier an. Wenn ich mich nicht täusche, ist dieser Tunnel direkt hier hinter diesem Tisch. Schieben wir das. Ganz ruhig. Wow, lass mich durchgehen. Da ist die Fliege drin. Aber wir schauen mal die Tür auf. Und vielleicht ist noch etwas in dem Kohl. Der Schlüssel, Blatt, der Schlüssel. Versuch's. So. Sergei, bleib hier, wenn ich die Platte abschaue. Blatt, beeil dich! Komm schon! Ich dreh! Okay. Sergei, hier ist ein riesiges Durchgang, komm her! Sergei! Mist, das ist eine Art Gittertür. Das gab er auf dem Plan nicht. Hier ist es so aus, als wäre es vorbei. Was soll die ganze Aufregung, ey, YouTuber? Du musst weg, schneller. Zurück, schnell. Was soll der ganze Lärm? Hier ist absolut nichts. Sie haben sich das bloß eingebildet, Chef. Wir haben hier absolut nichts. Ja, es ist alles in Ordnung. Irgendwie sieht ihr verdächtig aus, ey. Nein, wir haben nur Mittag gegessen. Also bitte rück an die Wand, sofort. Bitte? Okay, lass uns deine Zelle überprüfen. Wenn ich etwas Verbotenes finde, kommt ihr in die Isolationszelle, okay? Okay, ja, hier ist alles in Ordnung. Hier ist auch nichts. Sie machen sich um das nervös. Wir haben hier ganz ruhig gegessen einfach. Alles scheint in Ordnung zu sein. Oh, was ist denn mit eurem Tisch so schief, hä? Wir haben es einfach mit dem Essen übertrieben. Warum bist du denn so schwer, hä? Seid ihr gerannt? Herr Werte, wir haben mal viel Zeit hier. Also wir haben beschlossen, ein bisschen Form zu bringen. Sport? Ein bisschen Sport zu machen. Sport also? Dann lass mal schauen, wie stark ihr seid. Wovon redet ihr? Geht zum Gitter, stellt euch mit dem Rücken und steckt die Hände hindurch. Beeilt euch. Wie bitte? Also, Blogger, ich gebe euch jetzt ein Stück Seife. Ihr müsst sie durch euch selbst in die Zelle reinwerfen. Jeder hat 5 Versuche. Wer sie am weitesten wirft, bekommt einen Preis. Du, zum Beispiel einen Anruf an die Familie. Los geht's. Ja, tja, ich fang an. 1, 2. Komm schon. Oh, gut gemacht. Jetzt ich. Oh. Daneben. Minus. Warum denn? 1-0. Los, weiter, schneller. Oh, Champion. Und jetzt du. Also, ein Foul. -1. Was soll das bedeuten? Jetzt versuche ich, die Toilette zu treffen. Auf geht's, Scharfschütze. Daneben, okay. Aber gut gemacht. Dankeschön. Und du kommst nicht weiter, Mann. Ich kann nicht gut mit Seife umgehen. Noch einmal, los geht's. Los geht's. Schau mal, wie ich geworfen habe. Direkt auf die Wand. Wahnsinn, ich kann dich nicht übertreffen. Oh, das hast du gut gemacht. Noch ein Versuch für dich. Auf geht's, beeil dich. Und doch ein! Ich bin Champion in diesem Sport! Okay, die Challenge ist vorbei! Du kannst einrufen, wann immer du willst! Sag es mir einfach! Alles klar! Ruht euch aus! Wir brauchen diesen Anruf nicht! Wir haben doch ein Handy! Wir sollen die Jungs schnell anrufen! Komm! Hallo Leute, wir haben genau das gemacht, was ihr uns vorgeschrieben habt. Wir haben den Tunnel gefunden, aber da gibt es ein Metallgitter! Wir brauchen den ganzen Werkzeug, um da durchzukommen! Es gibt keinen anderen Weg nach draußen! Das stimmt, komm schon, wir beeilen euch! Buonasera, Signore! Was? Wen wollen Sie denn sehen? Wir sind aus Italien gekommen, um ein Paket für unsere alten Freunde Sergio und Vlad zu bringen. Ah, für die Blogger, oder? Si, Signore, si! Es kommen eine Menge Pakete zu diesem Blogger, Mann. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir haben Ihnen ein paar leckere Würstchensticks mitgebracht. Unsere Freunde sollen nicht hungrig bleiben. Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Natürlich kommen wir uns bekannt vor. Wir sind aus der italienischen Mafia. Wir sind eine sehr berühmte Bande. Mein Cousin sagt die Wahrheit. Prego, gib ihm die Wurst. Na gut, gib mir eure Wurst her. Hier, bitte und für Vlad. Ciao. Ciao.
743, 744, 745. Unser Gessen, der absolute Weltrekord für Kniebeugen. Alte Gefangene, was steht ihr so rum? Papier runter vom Tisch. Ein paar italienische Gangster haben euch besucht. Sie sagten, dass sie ihre Freunde sind. Sie haben euch ein paar Würste mitgegeben, was ihr in Appetit habt. Hier, bitte. Oh, wow, gute Freunde haben wir doch. Welche Gangster? Welches Würstchen? Was verstehst du nicht? Die Jungs scheinen es etwas gegeben zu haben. Pack's aus. Ah, genau. Oh, heiliger Gott. Vielleicht sind es wirklich ein paar Mafiosen, unsere Freunde. Wollen die uns etwa füttern? Was ist das für eine Wurst? Mal sehen, was drin ist. Großartig. Das ist genau das, was wir brauchen. Zeit aus, dieses Gefängnis zu verschwenden zu gehen. Jetzt oder nie. Warum so kurz? Lass uns gehen. Warte, warte. Wir müssen unsere Spuren verwischen. Sonst kommt ihr und wir sind weg. Lass den Decken so aussehen, als ob da jemand liegen würde. Ja, gut. Okay, das ist es. Ich hoffe, wir werden es schaffen. Nur noch ein bisschen mehr und wir sind hier raus. Wir werden wohl noch lange sägen müssen, aber es lohnt sich. A few moments later. Nur noch ein bisschen und wir sind fertig. Das ist es, wir können durch. Wir sind fast frei. Schneller, schneller, schneller. Was soll das heißen? Geschlossen? Wie kommt das? Weiter kommen wir nicht durch. Wir müssen die Jungs sofort anrufen und sie sollen uns den Schluss geben. Oh Mann, Telefon ist tot. So ein Mist. Was sollen wir tun jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Lass uns zurück in die Zelle gehen, bevor der Wärter uns sieht. Los, komm. Wir haben nur die Möglichkeit, den Wärter zu bitten, einen Anruf zu machen. Ja, das kannst du. Lass ihn rufen. Genosse Wärter, wir brauchen einen Anruf. Was soll die ganze Aufregung, Mann? Ich will einen Anruf tätigen, den ich gewonnen habe. Darf ich? Ja klar, ich halte mein Wort. Aber denk daran, ich werde hier sein und darauf achten, dass nichts passiert. Hier, bitte sehr. Okay, hallo? Hallo, Baby? Ich hab dich so sehr vermisst. Und wie lange ist es jetzt, dass wir uns nicht gesehen haben? Ich will dich wirklich sehen. Das war's. Vielen Dank, Chef. Der Anruf war sehr, sehr wichtig. Jederzeit. Könntet ihr euch nicht bescheiden ansehen? Blatt, du hast doch selber angeredet. Am Telefon hast du gesagt, Baby, küss, küss. Sag danke, dass wir überhaupt gekommen sind. Was ist euer Problem? Warum meldet ihr euch nicht, Mann? Wir haben alles gegeben, was ihr braucht. Da ist eine geschlossene Tür. Bitte bringt uns ein paar Werkzeuge, um sie öffnen zu können. Ja, komisch. Es gab keine Türen in dem Plan. Bist du sicher, dass du in die richtige Richtung gehst? Nein, Mann, wir haben vier Ausgänge aus der Zelle. Also wir brauchen eure Hilfe oder wir sind für immer hier. Ihr seid doch unsere letzte Hoffnung. Lasst euch etwas einfallen. Also gut, ich glaube, ich habe eine Idee. Ihr müsst die Toilette verstopfen, okay? Was? Warum? Das wirst du später schon erfahren. Wir treffen uns morgen, Nachmittag. Verstanden. Das weiß ich, so lasst uns gehen, los! Lasst uns gehen! Was für Essen gibt's denn hier? Geht, ich mag diesen Brei auch nicht. Können wir nicht einfach zu unserem Plan rübergehen und die Toilette verstopfen? Ja, los, richtig. Da gehört der Brei hin. Das reicht nicht, hol noch mehr. Bitte. Komm, geh, auf geht's, komm, Zweifel. Jetzt, jetzt. Es wird gleich verstopft sein. Oh, auch hier rein. Erledigt. Sollen wir rufen? Ja. Chef, 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 die Toilette ist verstopft. Ja, ja, nehmt ihr Pakete mit Essen, Döner, Wurst. Da seid ihr satt, eh? Ja? Ja, ja, alles klar. Ich muss eine Anfrage an die Klempner stellen. Das ist es, was wir brauchen. Unser Plan hat funktioniert. Das hoffe ich. Komisch, wo ist der Wärter? Ja, wen wollt ihr denn sehen? Wir sind wegen der kaputten Rohre und der nicht funktionierenden Waschbecken hier. Wir haben eine Anfrage. Es gibt irgendwo in den Kellern eine Verstopfung, die repariert werden muss. Wenn es richtig wird, wird alles hier überflutet. Das Gefängnis unter Wasser stehen. Wollen Sie das? Oh nein, nein, nicht während meiner Schicht nur. In Ordnung, kommt rein. Was habt ihr denn in den Kisten? Also, eigentlich gar nichts. Da sind nur Werkzeuge drin. Ja, Sie können es überprüfen. Und wozu brauchen Sie Messrechen? Wie, warum? Damit wir was zerbrechen können. Damit wir einen Ausbruch machen können. Um zu flüchten? Nein, ich mach nur Witze. Ja, ich auch. In Ordnung. Wir auch. Ja, ich bin gleich bei euch wieder. Sieht aus, als wären wir da. Also, laut dem Diagramm für dieses Route direkt zu der Zelle der Jungs. Versuch es zu lösen. Es funktioniert nicht, Mann. Es geht einfach nicht zu fest. Es funktioniert nicht. Also müssen wir den Hammer benutzen. Ja, aber ganz leise. Wo sind die Jungs? Vielleicht ist das Schiff gelaufen. Vielleicht wurden sie erwischt. Entspann dich, Vlad. Ich bin sicher, sie werden bald hier sein.
Was? Das Geräusch kommt aus der Toilette. Scheiße, scheiße, bist du verrückt? Ich hab doch einen Dietrich. Ich hoffe wirklich, die Jungs wissen, wie man das Ding benutzt. Gib her. Es möchte nicht rein. Was zum Teufel ist das? Womit werden sie gefüttert? Oh, es kommt durch. Kamikov, beeil dich, los. Schau, da ist etwas. Leute, vielen Dank. Toll, da sind die Dietriche. Okay, komm schon. Da ist ein Schlüssel drin. Sehr schnell, sehr schnell. Sergei, ich glaube, das ist eine Sackgasse. Ziegelmauer, Mann, wir bleiben noch für 29 Tage hier drin. Da draußen ist jemand. Kabikov, bist du da? Ja, wir sind es. Leute, hier ist eine Ziegelmauer. Okay, Leute, alle ganz cool bleiben. Wir werden versuchen, euch jetzt zu befreien, okay? Leute, beeilt euch, wir haben noch nicht viel Zeit. Wir müssen die Jungs retten. Komm. Noch mehr, schlag, schlag, schlag drauf. Los, los, schlag schnell drauf. Los, Kabikov. Siehst du die Jungs? Hey, hallo. Jungs, hier sind wir. Hey, Jungs. Hey, Jungs, los, geht weg von der Mauer. Komm schon, beeil dich. Kabikov, mach schneller, wir haben nur wenig Zeit. Los. Stell dir vor, dass die Wand gesunde Ernährung ist. Los, da schlag sie mal schnell. Ich verstehe. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn hin? Bis jetzt ist noch niemand von mir weggelaufen. Leute! Oh mein Gott, Jungs! Es hat geklappt. Wir sind ihr seid frei, Jungs! Los geht's, los geht's! Los! Schnell raus hier! Was? Warum hast du die Tür nicht offen gelassen? Sie ist jetzt so gefallen. Was sollen wir machen? Oh Leute, da ist ein Feuerlöscher. Und was? Wir können das Schloss anführen und dann die Tür aufbrechen. 1, 2, 3! Los geht's! Leute, vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt zu entkommen. Gern geschehen. Wir könnten keine 30 Tage ohne Videos da durchhalten. Also ich hoffe, euch hat dieses Video gut gefallen. Mein Name ist Vlada4, Sergei Kabikov. Gelernt, auf Wiedersehen zusammen. Gelernt, Kabikov, gelernt, Blatt Papierchen. Gelernt, Kabikov, gelernt, Blatt Papierchen. Ich sitze in meinem Labor und nicht in deiner Kirche.